vor dem verlassenen Kanal Noreo Diving Beach Resort. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Ihr könnt neugierig sein, wie es da aussieht drinne. Könnt euch überlegen, ob ihr hier dieses Resort renoviert. Dann habt ihr mich schon mal als Gast. Und wie denn so ein verlassenes Resort aussieht, bringe ich mit meinen Bildern ein. Auf geht's zur ersten Tür. Das Band hat nicht gehalten, würde ich sagen. Zwei Räume. Das muss mal Gemeinschaftsbad gewesen sein. Ihr seht, top Zustand. Ja, war mal wirklich mal ein schönes Ressort irgendwie. Irgendwie so bambusmäßig, idyllisch, weit ab vom Schuss. Fast wie so ein Märchenschloss, ja. So sieht's aus, wenn es halt nicht mehr bewirtschaftet wird. Gehen wir doch mal hoch. Hammer, 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 Hammer. Hammer, 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 hart. So, Room 9. Ist offen. Wow. Ja, ich würde sagen, wenn ihr mal kein Geld habt, merkt euch Tamaran Beach. Ihr könnt da notfalls gratis übernachten. Das ist doch mal was. Abenteuerurlaub. So. Oh, scheiß enge Jeans hier. Da geht ja auch noch hoch. Ah, gut, hier gibt nichts zu sehen. Jetzt hätte ich mal meinen Gimbal mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, ob man im Gehen immer so vernünftig hinbekommt. Hier der Tisch. Das war mal die Rezeption. Ach, guck mal, da sind sogar neue Tränke dran. Bier San Miguel. Wahnsinn. Klappen hoch. Ja, da wohnen noch welche. Es ist noch bewohnt. Würde mich auch wundern, kann man ja als philippinische Familie ein bisschen ausnutzen, wenn so weit frei steht und sich da niederlassen. Ne? Hat man nichts dagegen. Hier unten war aber das Restaurant. Ja, die Tür ist abgesperrt. TripAdvisor. Ja. Ich habe ja auf ein Ressort gar keinen Bock. Ansonsten, wer viel Geld hat, kann das Ding ja renovieren. Muss aber dann denken, dass da vorher die philippinische Familie los wird. Was vielleicht nicht so einfach werden könnte. So. Hier haben wir mal einen Pool gehabt. Sogar mal mit kleinen Kinderpool. Herrlich. Mit Sitzgelegenheiten im Pool und unterschiedlichen Tiefen. Also das eine Ding, was ist ja richtig tief. Da kannst ja, da kann man ja theoretisch 3 Meter Brett aufbauen. Mann, das war ja. Hier hat mal wirklich jemand Geld investiert. Jedenfalls im Pool. Das Haus sieht ja wirklich, naja, sehr einfach aus. Und ja, das ganze Experiment scheint sich nicht gelohnt zu haben. Also so können Existenzen auch drauf gehen. So, da habt ihr noch zusätzlich von mir so ein schönes Video bekommen. Und wenn ihr an so ein verlassenes Ressort Interesse habt, das zu übernehmen, dann sucht einfach den Talipanan Beach auf der Insel Mindora. Da ist dieses herrliche Ding zu vielleicht ist das zu erwerben, ja. Mit, guck mal, mit gratis Übernachtungsbambushäuschen. Das war's.
mit einem kurzen, ungeplanten Zwischenvideo von Ärger in Paradise. Bye, bye.